Judentum mit Ravi. Shalom, liebe Freunde. Wir befinden uns immer an der Nahtstelle zwischen dem jüdischen Kalender und dem politischen Kalender oder der Realität, der um uns herum. Auf einer Seite feiern wir die jüdischen Feiertage, die jüdischen Kalender. Auf der anderen Seite leben wir in der Welt und das können wir uns nicht ignorieren. Wir leben mit den Zeiten und wir lesen die Nachrichten, wir leben in der Welt. Heute feiern wir den ersten Tag im Monat Adar, zweiten Adar. Und wie viele von uns kennen dieses bekannte Lied, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, wenn Monat Adar anfängt, vermehrt man die Freude. Und es ist ein bisschen schwierig, diese Tage, was wir hier in der Welt erleben jetzt. Viele kennen das Lied, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, aber viele kennen nicht den ganzen, die vollständigen Zitat. Dieses Zitat kommt aus der Talmud, Traktat Ta'anit, und es fängt anders. Es fängt, Keshem Shemichnas Av Mema'atim Besimcha, Kach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Genau wie, wenn Monat Av anfängt oder beginnt, reduziert man die Freude, genauso tun wir das Gegenteil im Monat Adar, wo wir auch die Freude vermehren sollen. Und anscheinend hat den Monat Adar und Monat Av nicht viel miteinander zu tun, nicht viele Ähnlichkeiten oder sogar genau die gegensätzlichen Themen. Monat Av sind wir traurig, Monat Adar freuen wir uns und sogar mehr als wir während des ganzen Jahres. Aber doch passt das irgendwie zusammen. Im Gegenteil zu allen anderen Feiertagen, wo wir an einem bestimmten Tag irgendwelche Anlass feiern, in die zwei Monate feiern wir den ganzen Monat. Normalerweise sagen wir Chag Sameach, also am Monat Adar sollen wir vielleicht sagen Chodesh Sameach, ein fröhliches Monat. Und warum ist das? Am Monat Nisan, obwohl wir in 8 Tage feiern wir den Feiertag Pesach, Passover, aber wir feiern uns nicht den ganzen Monat. Warum dann? Wegen einem Tag am Monat Adar, der 13. im Monat Adar, feiern wir den ganzen Monat. Und genauso geht die Frage an Monat Av. Wegen einem Tag, 9. Av, wo wir die beiden Tempels, die erste und die zweite, verloren haben, die wurden zerstört, sind wir mehr traurig während diesen ganzen Monat. Das finden wir doch eine Ähnlichkeit, eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Monaten, die wir nicht nur an einem bestimmten Tag diese Anlässe feiern, sondern während den ganzen Monat. Und der Grund dafür ist einfach. Wegen der Ursache. Was hat es verursacht, die wir überhaupt diese Feiertage oder die Tagen feiern? Am Pessach feiern wir einen bestimmten Tag, wo wir aus Ägypten nach Israel rausgegangen sind.
Während die anderen Feiertage, Chanukka oder Shavuot, wir haben an einem bestimmten Tag die Tora bekommen. Aber was hat es im Monat Adar verursacht? Warum hat Amman diesen bestimmten Tag, diesen bestimmten Monat ausgewählt? Die Geschichte geht an Haman, einer der Spitze in der Achashverosh-Herrschaft, und er wusste, er wollte die Juden vernichten. Und er kannte ganz gut die jüdische Geschichte, die jüdische Feiertage. Er wusste, dass die Juden anscheinend ein gutes Glück haben. Immer wenn irgendwas läuft gut an die Feinde, passiert irgendwas im letzten Moment und am Ende feiern wir jahrelang eine Rettungsgeschichte. Irgendwas, 10 Plagen, Auszug aus Ägypten, Spalten des Rotes Meer, die Tora zu bekommen. Laubhut zählte auf dem Weg nach Israel und so weiter und so fort. Und er hat eine Los gemacht. So kommt das Wort Purim, weil Pur auf ein alter Aramäisch bedeutet Los. Und er hat sich total gefreut, wenn es am Monat Adar gefallen ist. Warum? Weil er wusste, dass im Monat Adar die Glück der Juden ist nicht so gut. Also am Monat Adar ist eine der einzigsten Monate, die wir Juden ein bisschen unglücklich sind. Und warum? Weil wir unser Moshe Rabbeinu, Moses, an dem Tag, an diesem Monat gestorben wurde. Aber was er nicht wusste, dass Moshe Rabbeinu an dem Monat auch geboren ist. Und obwohl das Moshe es nicht an dem Tag von Purim gestorben wurde, trotzdem wusste Amman, dass es wirkt an dem ganzen Monat. Und deswegen hat er sich gefreut und deswegen feiern wir uns heute, dass sein Plan nicht realisiert wurde. Wie gesagt, wir sind in einem sehr, sehr unstabilen Tagen. Alles drumherum sieht ganz schrecklich aus. Wir sehen mehr und mehr große Gemeinden, also eine der größten jüdischen Gemeinden der Welt, evakuiert mussten. Und wir sehen Rabbiner, die seit Jahren lang in solche Gemeinden sind, die haben es gegründet, die haben große Schulen gebaut, Synagogen, und die packen ein paar Sachen ein, steigen auf einen Bus und fahren, die wissen nicht wohin, die wissen nicht für wie lange, die wissen nicht, ob überhaupt die irgendwann zurück nach Hause kommen werden. Und das sieht doch schrecklich aus. Und jeder Herz bricht ein, wenn er sowas sieht. Aber wenn man auf der Halbglas guckt und man sieht auch die andere Seite, wie die alle jüdischen Gemeinden der Welt und alle Juden der Welt mit so viel Initiative, mit so viel Hilfsbereitschaft zur Verfügung stehen und sagen, wir tun alles. Wir sehen Familien, die sind bereit, auch Leute aus der Ukraine zu Platz anzubieten, obwohl die gar nicht kennen. Gemeinden, die umarmen und investieren auch Gelder und alles möglich, um die Leute zu helfen. Wir sehen auch Yeshivot, die aus der Ukraine nach Deutschland umziehen mussten. Waisenhaus aus Odessa,
und so weiter und so fort. So viele Initiativen. Und wir wissen eine Sache, das Am Israel Chai, solange dass wir einem Volk sind, dann kann alles, was drumherum passiert, uns an uns nicht wirken kann. Es ist tatsächlich schrecklich. Und wenn man das sehen, das Herz bricht ein. Aber das müssen wir uns erinnern. Wenn wir stehen zusammen, dann schaffen wir es. Und lass uns wirklich wünschen, dass die Tage, die Monate da, wenn wir auch ein gutes Grund haben, mit mehr Freude zu vermehren, das sollen wir trotzdem, also das tun wir sowieso, aber wie sollen wir es auch in unsere Augen auch sehen, dass in der Welt nur Frieden wird und keiner wird sich befindet in so eine schreckliche Situation mehr. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, das dürfen wir uns nicht vergessen. Das ist unsere Botschaft und daran müssen wir uns auch jetzt konzentrieren. Vielen Dank und Shabbat Shalom.